Bruder oder Schwester? Prinzessin Galote ist Untraute X27 Semikolon ist egal. In Kürze zählt die britische Königsfamilie ein weiteres Mitglied, Prinz William, 35, und Herzogin Kate, 36, freuen sich derzeit auf ihr drittes gemeinsames Kind und ihre beiden Sprosslinge Prinz George, 4, und Prinzessin Galote, 2, auf ein neues Geschwisterchen. Ob am Ende ein Brüderchen oder ein Schwesterchen in der Wiege liegen wird, kann dem bisher jüngsten Royal allerdings ziemlich schnuppe sein. Klein Galote macht niemand ihren Platz streitig. Warum Galote das Geschlecht ihres Geschwisterchens vollkommen egal sein kann? Ganz einfach, die Kleine muss sich keine Gedanken über die Thronfolge machen, sie ist und bleibt auf Platz 5 der Rangfolge. Vor einigen Jahren hätte das noch ganz anders ausgesehen, erst seit März 2015 können weibliche Thronfolger nicht mehr von jüngeren, männlichen Anwärtern überholt werden. Vor der Neuregelung hätte die Zweijährige ihr Recht auf den Thron somit an einen kleinen Bruder abdrücken müssen. In zwei Fällen bleibt die britische Thronfolge allerdings streng: wären William und Kate nicht verheiratet, wären ihre Nachkommen von der direkten Thronfolge ausgeschlossen. Auch eine nachträgliche Heirat würde daran nichts ändern. Zudem muss der zukünftige König oder die zukünftige Königin weiterhin der anglikanischen Kirche angehören. Was denkt ihr, Brüderchen oder Schwesterchen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.